keine Ahnung. Doch, jetzt dürfen wir, oder? Ja. Nee, jetzt also, ist doch, doch, jetzt, jetzt. Okay. Wir haben hier einen Warp-Kernbruch. Sie müssen da hineingehen und ihn deaktivieren. Dazu müssen Sie zwei Dinge... Star Trek Voyager Elite Force fand ich damals super, als alter Trekkie. Damals, 98, hat Activision die Star Trek-Lizenz gekauft. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt machen wir mal einen Ego-Shooter in dem Genre. Weil ist bisher, ja, total naheliegend. Ja, genau, Star Trek, Action, Star Trek, Action, hallo. Ich habe jetzt erst gemerkt, dass das Spiel tatsächlich den Vortitel noch Star Trek Voyager hatte. Ich habe das immer nur Elite Force genannt. Das zweite hieß ja dann auch nicht mehr Star Trek Voyager, weil es ja dann auf der Enterprise spielt. Ach so, verstehe. Genau. Man spielte da übrigens diesen Fähnrich Munro und man konnte sich dann vorher aussuchen, wollte man Weiblein oder Männlein spielen. Und wenn man sich jetzt fragt, Moment mal, in den Serien kann ich mich gar nicht erinnern, dass da Alexander Munro dabei gewesen wäre. Das ist richtig, den gibt es nur im Spiel. Das war eines der besten Star Trek-Spiele. Schön abwechslungsreich, klasse Grafik damals und vor allen Dingen atmosphärisch haben sie sich auch echt Mühe gegeben. Vom Abwechslungsreichtum war das enorm, fand ich damals, weil man ja auf 1000 unterschiedlichen Schiffen unterwegs war. Und ich fand es auch teilweise, je nachdem, wo man war, ein bisschen knifflig manchmal. Die hatten das damals ziemlich clever gemacht, um in diese kleine Geschichte möglichst viele Rassen irgendwie reinzubringen. Wurde man da in so eine Phalanx reingezogen, so ein Gefängnis, Weltraumgefängnis, wo ganz viele Schiffe drin gefangen waren. Und dann waren da eben auch die Klingonen drin, die Borg, die Spezies 8427. Aber was mich echt aktiv gestört hat in dem Spiel, ist, dass die Borg so easy sind. Weil es gibt ja diese Waffe, die ständig die Phaserfrequenz ändert in der Star Trek-Logik. Und damit läufst du ja durch Reihen von Borg durch, die ja eigentlich die Erzfeinde sein sollen. Mhm. Und hier... Das ist die Zeit, wo Raven Software noch richtig groß mit den 3D-Shootern war. Das war schon recht hübsch, dafür, dass es die olle Quake-Engine war. Das war ja der erste Solo-Shooter mit der Quake 3 Engine. Mhm. Und wir haben mit Quake 3 lange gespielt in der Redaktion. Und als das rauskam, haben wir das im Multiplayer lang gespielt, weil es echt Spaß gemacht hat. Wow, wer ist denn die junge Frau, Heiko? Hübsche Kurven. Julie Strain übrigens, die Vorlage zu Julie Strain im Spiel, ist ja auch tatsächlich eine echte Dame, die in diversen erotischen Produktionen mitgespielt hat. Tatsächlich ein Spiel um einen Pornostar. Ich habe es tatsächlich durchgespielt sogar damals. Im Test wurde irgendwie bemängelt, dass die Levelarchitektur teilweise sinnlos sei. Mich hat das damals überhaupt nicht gestört, weil das ja sowieso alles Quatsch ist. Das ist ja eine Comic-Umsetzung an für sich, beziehungsweise die Umsetzung eines Films zu einem Comic, nämlich Heavy Metal 2000, der Film. Der Comic hieß The Melting Pot, glaube ich. Das hatte damals auch, wie Star Trek, die Quake 3 Engine. Und sah auch sehr hübsch aus. Also da kamen ja damals massenhaft Spiele mit der Engine raus und das war eins der hübschesten. War unglaublich bunt, war aber auch relativ kurz. Die Tante konnte ja Nahkampfwaffen, so Schwerter tragen und Schilde und aber auch Schusswaffen. Das habe ich nie so richtig verstanden, warum man, wenn man eine Maschinenpistole hat, warum man dann noch ein Schwert nehmen sollte. Aber ich habe auch nie verstanden, warum man solche Hosen anzieht. Jetzt fragen sich vielleicht manche, wenn das Heavy Metal Fuck 2 ist, wo war denn dann Heavy Metal Fuck 1? Das Lustige ist ja, es hieß ja auch gar nicht Fuck 2, also es ist gar kein zweiter Teil von irgendwas, weil es gar keinen ersten Teil gab, sondern es hieß ja Fuck Squared, also es war eine Hoch 2 dahinter. Genau. Das konnten wir nur damals im Heft nicht darstellen. Ja, ist richtig. Wenn du mir jetzt nur sagen kannst, wofür Fuck steht, die Abkürzung, dann bist du mein Held. Ich habe keine Ahnung. Fuck stand übrigens für, um das auch mal gesagt zu haben, Federation Assigned Ketogenic Kill Zone und das 2 dann to the second level. Ah. Wahnsinn. Hammer. Das stand auf dem Zettel. Ja, wenn man Fuck sagt, dann meint man ja nicht immer das Spiel. Ziehen, bevor unsere Verluste zu groß werden. Nein! Age of Empires 2 Conquerors. Ach, wie habe ich Age of Empires 2 tatsächlich geliebt? Das hat massenhaft neue Völker geliefert, neue Kampagnen, neues Grafikset. Tolle neue Kampagnen, neue Völker und vor allen Dingen auch noch das Hauptprogramm optimiert. Ein Add-on, wie es heute wohl nicht mehr für ein Strategiespiel rauskommen würde, denn heute würde man einfach ein komplett neues Spiel machen.
siehe StarCraft oder die nächsten Teile von StarCraft. Es gibt ja 5 neue Völker und 2 davon sind Indianervölker, die Azteken und die Mayas. Und das ist ganz nett, weil die können zum Beispiel keine Kavallerie bauen. Die hatten ja keine Pferde damals. Mhm. Die haben keine Schießpulvereinheiten, weil das gab es ja damals nicht. Also musstest du dich da denn andere Taktiken ausdenken, um das zu kompensieren. Das war gut. Ich verstehe bis heute nicht, was irgendjemand an Kampagnen finden konnte in Age of Empires. Die fand ich nämlich immer langweilig. Es war wenig geskriptet. Da hatten Command & Conquer schon immer die Nase vorn gehabt und damals für mich auch in StarCraft. Wo es halt super war, war Multiplayer. Der Multiplayer war unglaublich gut. Was ich toll fand, ist, die Koreaner haben diese Schildkrötenboote, die so abgedeckt sind. Das sieht ulkig aus. In dem Spiel haben sie auch die Koreaner als neue Fraktion eingebaut, was ein sinnloses Anbiedern an Südkorea ist, wo zu dem Zeitpunkt eh schon alle StarCraft gespielt haben. Da gab es auch eine Einheit, den Sprengmeister, der rannte mit einem Fass Dynamit hin und hat sich in die Luft gesprengt. Selbiges gab es ja dann später bei C&C Generäle auch in der englischen Version. Und das war unter anderem ein Grund, warum das Spiel indiziert worden ist. Aber vor gar nicht allzu langer Zeit hatte ich ein Interview mit einem Bruce Shelley und der hat gesagt, dass er fest damit rechnet, dass da noch ein Age of Empires kommen wird, weil die Rechte wollte Microsoft in jedem Fall behalten, damals als sie die ganzen Käse da mit Ensemble veranstaltet haben. Und die Thematik? Wikinger gehen ja immer. Ja, Wikinger gehen immer. Die ganzen großen Wikinger-Spiele dieser Welt, dieser Wikinger-Shooter und... Hey, Wiki. Ganz witzig ist, dass die Wikinger zum Kämpfen haben sie Bier gebraucht. Du musstest die an der Schlacht, an der Front mit Bier versorgen. Wie unsere Redakteure. Richtig. Es ist zum einen Aufbau und Knuddelgrafik. Da hat sich also irgendwer überlegt, was können wir denn machen, was dem Sigismund gar nicht gefällt. Hätten sie noch Fußball reingemacht? Boah! Verrückte Geschichte. Da ist jemand bei Blue Byte, macht Siedlerspiele, geht weg von Blue Byte, um einen Siedler-Konkurrenten zu machen und kehrt dann wieder oder arbeitet dann später wieder mit Blue Byte zusammen und macht wieder Siedlerspiele. Genau. Der Thomas Friedmann, der Fanatics mit gegründet hat, hat ja damals schon an Siedler 2 mitgearbeitet und 2008 haben die dann auch, das war das letzte, was sie gemacht haben, zur Siedler-Serie Aufbruch der Kulturen entwickelt, den letzten Teil der Traditionsserie. Ja, der hat sich gedacht, Siedler ist so ein simples Spielchen, casual quasi. Das machen wir mal ein bisschen komplizierter. Es hatte ja im Vergleich zu Siedler, ein ziemlich komplexes Berufssystem oder ein ziemlich Micromanagement-aufwendiges Berufssystem, weil du jedem Arbeitslosen, der bei dir rumgelaufen ist, einen Beruf zuweisen musstest. Den musste er dann meistern, um in die nächste Berufsstufe aufzusteigen. Ja, kleine Knuddelmännchen auszubilden, das kommt ja auch noch auf mich zu. Mein Sohn ist jetzt 8 Monate alt. Also wer sich heute über das Mikromanagement von StarCraft 2 beschwert, der sollte das mal spielen. Aber so richtig. Eine lustige kleine Sache in Cultures war ja, dass man den Frauen befehlen musste, Kinder zu kriegen. Was mich immer noch verblüfft ist, die Serie war erstaunlich erfolgreich. Das hatte noch 3 Nachfolger, das Ding, bis zum Jahr 2003. Und jetzt gibt es den 4. Cultures Online. Ach, guck an, ja. Wie jeder irgendwie eine Online-Variante macht gerade. Ja, deutscher Entwickler, Browser-Game, bust. Ja, Panzergeneral heißt es ja, Unternehmen Barbarossa. Und die Serie ist lang, das ist jetzt der 6. Panzergeneral-Teil und wenn man alle Ableger noch mit dazu nimmt, dann der 10. Wir hatten letztens einen Schülerpraktikanten bei uns in der Redaktion. Den Luca. Genau, den Luca und dem musste ich erstmal erklären, dass es auch Strategie in Runde gibt mit Hexfeld. Also, dass es das gibt. Okay. Es trug lustigerweise im Original den Titel Panzergeneral 3 Scorched Earth. Untertitel Unternehmen Barbarossa in Deutschland. Und wir haben im Geschichtsunterricht aufgepasst, das war der Angriffskrieg von Deutschland gegen Russland. Es ist lustig, dass die Panzergeneral-Serie, die es ja seit 1994 gibt, 6 Jahre gebraucht hat, um endlich mal ein anderes Missionsziel zu haben, als erobern sie die Städte. Und hier musstest du auch mal flüchten oder eine bestimmte Zieleinheit vernichten. Und das war natürlich deutlich abwechslungsreicher als in den Spielen zuvor. Ja, dann solltest du mal irgendwo rumschleichen oder so. Na. Mit einem Panzer. Was ebenfalls gut war, das gab es auch schon im Vorgänger, war das Generalsystem. Das heißt, du hast wirklich Einheiten mitgenommen und die Generäle haben deine einzelnen Einheiten auch Fähigkeiten verliehen, waren echt wichtig im Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das hört, welche Geräusche diese Einheiten da machen, aber wenn die dann fahren, diese Panzer und diese Wagen, dann machen die so. Ja, das ist the sound of war. Ja. Das perfekteste Panzergeneral kann man schon sagen vom Polishing und es ist leider auch das letzte gewesen. Ach,
Egal, hört eh schon keiner mehr zu.